Okay, das funktioniert nicht. Dann... Was wollen Sie von mir? Ich sag ihm, was er will. Keine Chance. Das ist meine Show. Ich dachte, er ist ein Leibwächter. Die Familie hat ihn geschickt. Mickey schuldet mir Geld. Das würde richtig scheppern, wenn ich dagegen trete. Wenn ich das jetzt schon mache, erschießen die mich sofort. Ich muss versuchen, sie gegeneinander aufzubringen. Dann kann die Party steigen. Okay. Sobald ich den Koffer berühre, bin ich tot. Okay, dann lieber nicht. Sprechen wir mit ihm noch, verrückt spielen. Seid ihr bereit zu sterben? Wie wäre es mit einem Gebet? Auf mich wartet schon die Hölle. Ich hab sie gesehen. Sie existiert wirklich. Was ist los mit ihr? Das sind die Drogen. Marihuana. Beats. Der Kopf ist abgelenkt. Aber die anderen beiden haben es noch auf mich abgesehen. Mickey, die Ratte. Einer von uns wird heute Nacht sterben. Rückspiel, Mickey bedrohen. Du bekommst mein Geld nicht. Bevor du auf Bonnie machst, zähl noch. Wir sind in der einen... Er meint es ernst, Christ. Bringen wir's? Ich hab es kommen sehen. Die zwei Männer meines Lebens. Du gehörst... Ein Versuch. Okay, das hatten wir schon. Was muss ich denn jetzt hier machen, Mensch? Ich muss den Schläger gegen Mickey aufbringen. Hm? Okay. Dann weißt du, dass Mickey dein Geld unterschlagen hat? Dass er erst euch geprellt und dann den Überfall inszeniert hat? Klappe zu, Puppe. Ich würde ihm nicht trauen. Besser. Ich traue keinem von euch. Warte mal, ich hab doch hier diese Finanzbuch-Dings gehabt da. Jetzt ist das auch schon weg? Nein! Die Dinger sind mehr wert, als ich in den letzten 6 Monaten verdient habe. Okay. Hier, hör auf jetzt. Werd ich mal besser behalten. Oh Mann, kannst du mir sagen, was ich jetzt mache? Für ein Boot von einer Meerjungfrau. Keine Chance. Ob ich wohl meine Knarre rechtzeitig ziehen kann? Nein, er hat die Oberhand. Ich lass mir die Beute jetzt nicht wegnehmen. So riecht der Hafen von San Francisco. Was mache ich denn jetzt? Der Kopf ist abgelenkt. Aber die anderen beiden haben es noch auf mich abgesehen. Ja, wie soll ich das denn jetzt machen? Bist du lustig, ey. Ich muss den Schläger gegen Mickey aufbringen. Wie kannst du dich nur von so einer Ratte rumschubsen lassen? Mache ich nicht. Mickey schuldet mir Geld. Und der Familienbesuch ist erst vorbei, wenn ich's wieder habe. Ich weiß, was du vorhast. Die Beats haben alles schwarz auf weiß. Wenn du mich umbringst, steht es morgen früh in jeder Zeitung. Das Risiko gehe ich ein. Alles oder nichts. Okay, ich nehme den Koffer. Halt! Das ist mein Geld! Ich weiß, was du vorhast. Die Beats haben alles schwarz auf weiß. Wenn du mich umbringst, steht es morgen früh in jeder Zeitung. Das Risiko gehe ich ein. Alles oder nichts. Okay, ich nehme den Koffer. Halt! Das ist mein Geld! Ja. Ich habe es kommen sehen. Die zwei Männer meines Lebens. Ihr wisst, was ich für euch empfinde. Ich könnte niemals abhauen. Nicht ohne euch. Du gehörst auf meine Bühne. Ein Versuch war's wert. Seid ihr bereit zu sterben? Wie wäre es mit einem Gebet? Auf mich wartet schon die Hölle. Ich hab sie gesehen. Sie existiert wirklich. Was ist los mit ihr? Das sind die Drogen. Marihuana. Beats. Du bekommst mein Geld nicht. Bevor du auf Bonnie machst, zähl nochmal nach. Wir sind in der Überzahl und wir sind bewaffnet. Einen Schritt weiter und das war dein letzter. Er meint es ernst, Christine. Bringen wir es hinter uns.
Ja, Was ist Ihnen wichtiger, Grassy? Die Kohle oder ich? Ich will dich und das Geld. Na dann, ich halte sie nicht auf. Aus dieser Sache kommst du nicht raus. Der Mob will das ganze Geld von Mickey. Der Mob. Da bleibt nicht viel zum Teilen. Nee. Außerdem will er mich tot sehen. Geht irgendwie nicht auf die Rechnung, was? Das heißt, Grassy geht leer aus. Sie wollen mich und sie wollen das Geld. Dann kämpfen sie. Nein! Danke. Was zur Hölle tust du? Und jetzt die Hände auf den Kopf. Du bist verhaftet. Es ist vorbei. Der Don holt sich deinen Kopf und ihren auch. Ich hab mir jetzt einfach nur gedacht, ich muss das machen. Ich hab's geschafft. Es ist vorbei. Hab ihn. So, und jetzt? Das Boot, okay. Oh Mann, ey. Krass. Oh, dieses Spiel ist einfach nur heftig, ey. Einfach nur schön. Joe. Bist du es wirklich? Ich kann dich kaum sehen. Ich zittere, wenn ich ihn nur anschaue. Warum hast du mir nichts von dem Geld erzählt? Willst du gar nicht wissen, ob ich das Geld habe? Warum hast du mir nichts von dem Geld erzählt? Ich weiß. Es war ein Fehler. Ich dachte, ich könnte dich so vor Mickey schützen. Es tut mir leid. Willst du gar nicht wissen, ob ich das Geld habe? Denn ich habe es. Und ich wäre fast dafür gestorben. Zusammen wären wir ein gutes Team. Christine, was ist los? Ich muss nur erstmal mit ein paar Sachen ins Reine kommen. Hast du diesen irren Schriftsteller gesagt, dass du mit jeder getrieben hast? Die ganze Wahrheit sagen, ja, es ist... Wo ist dein Ehering? Wer war die Frau am Telefon? Die Frau eines Wachmanns. Heiß? Nicht mein Typ. Wo ist dein Ehering? Den muss ich im Wasser verloren haben. Sirenen. Sie kommen näher. Du hast diesem irren Schriftsteller gesagt, dass du es mit jeder getrieben hast. Das war alles ein Trick. Eine Ablenkung, damit dir nichts passiert. Was ist mit Goldie? Und Bee? Das ist nur Gerede. Das war aber eine verdammt lange Pause, Mister. Wann hätte ich dich schon betrügen können? Wir waren doch immer zusammen. Ja, irgendwie hast du es ja auch geschafft, einen Geldtransporter zu überfallen und die Beute zu verstecken. Du hast sogar diesen Psycho-Safe gebaut. Glaubst du echt, ich kann das so einfach schlucken? Woher weiß ich, dass du mir nicht wieder ins Gesicht lügst? Ich wäre fast mit Dale abgestürzt. Wir sind doch keine Spießer. Mehr fällt dir dazu nicht ein? Naja, am liebsten würde ich dich ja verklagen. Aber mein Anwalt hat mich das letzte Mal nach Alcatraz gebracht. Joe, ohne Scheiß. Glaubst du, wir kriegen diesen ganzen Scherbenhaufen wieder zusammengesetzt? Glaubst du, unsere Hochzeit war ein Fehler? Wir hatten nie Zeit, das herauszufinden. Was ich herausgefunden habe, ist, dass all das hier nicht kaputt machen konnte, was wir haben. Ich lieb dich noch immer. Werd's immer tun. Das muss doch was wert sein, oder? Du weißt, wie man Sachen repariert. Das muss ich dir lassen. Aber wir sind noch nicht heil aus der Nummer raus. Das wird keine leichte Flucht. Wir sind... Wird sich viel ändern. Was musstest du tun? Ich habe schlimme Dinge getan, ne? Wird sich viel ändern? Hättest du das gerne? Beantworte einfach die Frage. Ja. Ich habe genug von riskanten Abenteuern. Ich brauche eine Pause. Ich bin am Ende. Alcatraz hat mir eine Menge angetan, aber eins hat sich nie geändert. Zwischen uns ist alles beim Alten. Was musstest du tun? Ich habe einen Mann getötet. Ist das alles? Bin von Alcatraz hierher geschwommen, um endlich bei dir zu sein. Mhm. Ich habe schlimme Dinge getan. Ich musste ein paar harte Entscheidungen treffen, Joe. Kann nicht schlimmer sein als bei mir. Wegen mir sind ein Haufen Leute tot. Ich habe jemanden erpresst. Ich auch.
Ich habe gestohlen. Baby, stehlen ist mein Leben. Ich bin eine wandelnde Katastrophe. Dann passen wir gut zusammen. Du wusstest schon immer, was ich hören will, was? Bonnie und Clyde, kann man sagen. So, zusammen fliehen, so zurücklassen. Ne? Wir haben beide Dinge getan, auf die wir nicht gerade stolz sind. Lass uns das alles vergessen und von vorne anfangen. Ich lasse ihn doch nicht zurück. Das war es nicht wert. Das Ende. Deadly Entertainment präsentiert ein Spiel von Gene Moxie. Ja, wir haben das Spiel durch. What happened? Krass. Heftig geil. Schön. Wir hatten zwar noch ein paar Sachen im Inventar. Ich wusste nur nicht, ob wir das jetzt noch brauchten. Also eigentlich nicht, kannst du so sehen. Aber ja. Viel Spaß mit eurem Geld, was auch immer ihr in Mexiko machen wollt. Es hat Spaß gemacht, mit den zwischen mit den Charakteren hin und her und zu wechseln und so weiter. Natürlich muss ich anmerken, dass ich die Katze jetzt schon vermisse. Ja, doch. Die hätten wir doch vielleicht auch mit in die Tasche stecken können, oder nicht? Aber ich würde uns die Katze nicht großartig vermissen. Und hat es dann bei der Bernadette gut. Hoffe ich doch, dass er sich gut um die kümmert. Ja. Vivian kann jetzt die Wohnung neu vermieten. Und die andere Wohnung auch, wo Evan Campfield drin war. Oder er wird dann halt in der Wohnung bleiben, der Evan. Ich habe keine Ahnung. Ja, die anderen drei Schmierlappen sind jetzt tot. Das heißt, wahrscheinlich in der Stadt ein neuer Cop auftauchen oder... Ja, alles auf den Kopf stellen oder halt ein bisschen aufräumen. Wer wird den Laden von Mickeys übernehmen? Heißt ja dann nicht mehr Mickeys. Vielleicht wird das ja dann auch Bees Laden. Ich weiß es nicht. Gucken, ob die Nixe da bleibt oder mit ihrem Captain abhaut. Ist auch wieder was anderes. Jeder hat da so ihre, seine eigene offene Rechnung, was sie machen wollen. Oder der Penner im Park. Oder halt die zwei schwulen Viecher da, was die auch mal machen werden. Ich habe keine Ahnung, was die mit ihrem Leben anstellen wollen. Das sind das ungeklärte Fragen, finde ich, wo man vielleicht noch eine Nachgeschichte von dem Spiel machen könnte, um denen ihre Geschichte noch vervollständigen, was sie aus sich noch machen oder machen wollen. Ja. Oder die Arme im Buchladen, die nette Frau B, nee, Bu. Und ja, buh. Keine Ahnung. Vielleicht bleibt die bei ihrem Buchladen. Keine Ahnung, was die aus dieser. Was war das? Beatnik-Szene wird. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Das wäre so, wo ich denke, das fehlt irgendwie, dass man das vielleicht nochmal. Aber ich glaube nicht, dass da was hinterherkommt von der. Guck mal hier. Unsere Kollegen, Tätlig, Sommer, Liebe 2013. Ja, sichi. So, Fazit zum Spiel, finde ich richtig geil gemacht. In dem Sinne habe ich das Spiel jetzt komplett durch. Und was ich sagen muss ist, es hat mir Spaß gemacht, wirklich. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, das Spiel zu spielen. Ich musste es neu let's playen und auch wenn ihr jetzt die ersten Folgen sagt, doof und das kann mir doch schon alles und ja, ich wusste aber nicht weiter. Ich habe es neu gemacht, in Hoffnung, dass ich irgendwas anderes und ich habe danach aber erst, nachdem ich es neu let's played hatte, feststellen müssen, dass ich am Anfang zu schnell gelesen hatte für den Anfang und mir entfallen ist, dass ich mit der Maus, linke Maustaste und rechte Maustaste für die Nachrichten, für die Information, ja, für hier werden sie
Hier werden sie Hotspot-Anzeige genannt, ja? So, und mir hat es auch Spaß gemacht, auf den 1954-Modus zu spielen, also alt als mit Farbe. Und ja, war eine Erfahrung wert. Ich hätte es nicht neu komplett machen müssen, aber ich, ja gut, ne? Ich weiß, jetzt weiß ich mehr. Das heißt doch, beim nächsten Mal, wenn ich das Spiel nochmal habe oder kriegen sollte oder so, werde ich es mir auf jeden Fall zum Ding, dass ich sofort die Hinweise genauer durchlese. Und ja, nachdem ich den Hinweis, wo Joe im Knast war, in der Zelle, wo damit anfing, dieses schöne Click-Adventure-Spiel, werde ich demnächst mal auf mit meiner Maus besser darauf achten. So. Mir hat es Spaß gemacht, ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht und in dem Sinne will ich einfach nur sagen, ich setze mich mal ans Rendern dran und danke fürs Zusehen. Mega geil, also ich kann es euch nur empfehlen. Spiel macht echt Laune, macht echt Spaß und ja. Ich bin raus an dem, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Let's Play oder so und das war euer Virus und wenn ich jetzt überlege, wie lange ich jetzt dran saß, das kann ich ja auch noch mal eben erwähnen. Ich habe angefangen, also wir haben es jetzt glaube 17.09 Uhr und angefangen habe ich so um, was war das, 10, halb 11 rum. Also ich rechne jetzt mal zurück, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, ja, 6,5 Stunden kann man, 6,5 Stunden, je nachdem was. Ja, vielleicht kann man sagen 7 Stunden. Ich weiß jetzt nicht genau, wie lang die Aufnahmen jetzt sind. Ich habe es nicht alle jetzt hier von der Zeit her auf dem Kasten. Ich kann aber mal kurz rein gucken. Ja, das wäre mal eine gute Sache. Die erste Aufnahme, was haben wir denn da? 1 Stunde 43. Nein, was mache ich denn da? Oh, Scheiße. So, warte mal so. Die zweite Aufnahme war 2 Stunden und 8. So, die dritte Aufnahme ist mit 53 Minuten und die jetzt ist dann noch gerade am Laufen, aber da komme ich wahrscheinlich auch auf 2 Stunden. Also da kommen wir schon. Also ist schon sehr interessant. Also. Ja, jetzt bin ich froh, jetzt habe ich es komplett durch. Jetzt, ja, jetzt kann ich aufnehmen und rendern. Jetzt ist die Festplatte natürlich auch voll. Jetzt muss ich erstmal abarbeiten. Jetzt kann ich nebenbei meine Serie weiter gucken. Und ja. So, das war zum Fazit zum Spiel. Einfach geil. Von der Grafik her. Ja. Von den Sounds her könnte man ein bisschen. Wir haben zwar nur die Credits, aber die haben wir ja gerade schon gehabt. Finde ich geil. Schade, dass das Spiel so schön, so schnell zu Ende war. Es hat eigentlich Spaß gemacht, da noch 1-2 Kapitels mehr zu haben. Extra Kapitels vielleicht oder so. Ich weiß nicht, ob es davon DLC gibt oder so, dass man sagt, mit allen Charakteren vielleicht nochmal so ein bisschen. Aber ansonsten hat es eigentlich mega Spaß gemacht. Spiel wurde aufgenommen im Fenstermodus anstatt im Spielaufnahme bei OBS. Weil OBS das nicht angenommen hat oder das machen wollte im Spiel-Dings, sondern musste halt eine Bildschirmaufnahme machen. Von daher, aber jo. So, ich bin raus. Jetzt bin ich wirklich raus. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal und yes! Ciao mit V, Ladies and Gentlemen!